und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Catch the Sketch. Dieses Mal wieder mit einem Thema und einer Farbkombi, zu der ich mit euch heute basteln möchte. Unsere Farbkombi ist Zitronenparfait, Lindgrün und Aquamarin. Sehr zart, sehr frühlingshaft. Und das Thema ist Frühling. Überraschung. Genau. Und ja, ich möchte damit heute gerne mit euch basteln. Und ja, ich habe mir schon mal anderthalb Gedanken vorweg gemacht. Ich habe mir ein bisschen Cardstock in Grundweiß mitgebracht. Denn ich bin ja hier Mrs. Weiß mit Weiß auf Weiß. Und wir werden heute eine kleine Frühlingsdeko basteln. Dazu habe ich mir so einen Holzrahmen besorgt, den wir heute ein bisschen ausschmücken wollen. Ich stelle mir vor, hier unten die Worte Spring, weil für das Wort Frühling ist es hier tatsächlich ein bisschen schmal. Und ja, ansonsten würde ich das Ganze gerne noch mit ein bisschen Blüten und Blättern ausdekorieren. Und da begannen sie meine 3,5 Probleme, denn ich habe tatsächlich schon aussortiert. Alles, was uns Mai 2024 verlassen wird, ist schon aus meinem Schrank raus, obwohl heute erst der 15. April ist. Und Dinge, die ich in der Vororder bestellen konnte, habe ich schon hier. Dementsprechend kommt ihr als Catch the Sketch Gucker heute in den exklusiven Genuss, dass ich bastel mit einem Set, was es tatsächlich für meine Kunden noch nicht zu kaufen gibt, für die nächsten 14 Tage, sondern nämlich dann erst im Mai 2024, wenn unser neuer Jahreskatalog an den Start geht. Genau, das Set heißt Glücksblumen und tatsächlich bastel ich auch nur mit den Stanzformen und nicht mit den Stempeln. Insofern, wenn du andere Blätter und andere Blüten hast, ist das total fein. Dann kannst du auch einfach damit basteln, wenn du diesen Rahmen gerne gestalten möchtest. Du musst also nicht ein Stempelset dafür haben. Genau. Und zwar habe ich mir nämlich überlegt, ich möchte gerne ein bisschen mit den Farben spielen. Was ich mit einem Stempelkissen nicht so gut kann, kann ich aber mit Blends. Und ganz zufällig haben wir all unsere Farben auch als Blends. Also alle Farben, die wir in unserer Farbkombi aktuell haben, haben wir auch als Blends. Und insofern möchte ich gerne dann mit den Blends arbeiten. Genau. Und wir starten mit den Aquamarinen-Blends. Also Gelb und Grün eignen sich ein bisschen für Blüten und Blätter. Die legen wir zur Seite, die benutzen wir gleich. Und Aquamarin eignet sich in meiner Wahrnehmung dann für den Spruch. Damit möchte ich beginnen. Dann legen wir diese Stanzformen noch einen Moment zur Seite. Und ich nehme andere Stanzformen. Die heißen angesagtes Alphabet und werden tatsächlich übernommen, kommen ja aus dem Mini-Katalog schon des letzten Jahres und sind auch schon im letzten Jahreskatalog übernommen gewesen. Und jetzt werden sie nochmal übernommen und mit diesen Buchstaben möchte ich gerne basteln, weil ich bin immer noch mega verliebt in diese Buchstaben und freue mich, dass wir sie ein weiteres Jahr benutzen können. Genau. Und ich möchte so ein bisschen ja, mit den Farben spielen. Ich glaube, man sieht das tatsächlich auf den Buchstaben nur, wenn man genau hinguckt. Trotzdem glaube ich, dass man da ein bisschen was mit erreichen kann. Und darum werden wir jetzt einfach mal starten. Und zwar schaue ich mal eben. Also wir brauchen S, P, R, I, N und G. Dann können wir einmal schauen, was die Größe so macht, die wir hier bespielen müssen. Es ist jetzt auch egal, ob das die richtige Reihenfolge ist oder nicht. Wir kleben sie ja hinterher unterschiedlich auf. Es geht jetzt erstmal nur darum, dass wir hier so ein bisschen ein Gefühl kriegen, wie viel wir benötigen. Genau, und dann empfehle ich bei der Gelegenheit immer sehr gerne unsere doppelseitige Klebefolie, die man jetzt von der anderen Seite hier drunter kleben kann, sodass du hier demnächst, oder hier brauchst du keine
kein Kleber mehr aufbringen. Du kannst das dann mit Klebefolie machen, wenn du das flächig aufkleben möchtest. Die andere Variante, die ich für mich, für mein Projekt jetzt wähle, sind Glue Dots, weil wir ja auf dem Ring nur einen relativ schmalen Punkt haben, wo wir kleben können. Wenn wir jetzt vollflächig hier draufkleben würden, wäre oben und unten immer noch klebrig. Das bringt mir in diesem Projekt nichts. Deshalb arbeite ich hier mit Glue Dots. Solltest du bei deinem Ring zum Beispiel mit Transparentpapier hier in der Mitte so eine Art Banderole basteln, kannst du dann natürlich mit diesem vollflächigen, doppelseitigen Klebeband vorher hier draufkleben. Hinterher bringt es nichts mehr. Dann nudelst du das einfach mit durch und dann hast du die, kannst du das abziehen und kannst die Trägerfolie abziehen und kannst dann einfach das aufkleben, hast quasi dein Klebemittel schon aufgebracht. Genau, wir machen das gleich mit Glue Dots. Die müssen wir tatsächlich dann auch noch ein bisschen zusammenrollen, damit sie tatsächlich hinter die Buchstaben passen. Aber das schauen wir mal. So, wir beginnen. Wir haben ja jetzt ungefähr hier gesehen, nicht ganz die Hälfte vom Blatt brauchen wir. Und dann fange ich mit der helleren Farbe an. Hell Aquamarin mit der dickeren Seite. Und versuche hier einfach mal so, das ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn das jetzt nicht alles gleichmäßig ist, sondern wenn man so ein bisschen wie meinem Bleistift die Striche dann auch sieht, das macht es im Endeffekt hinterher auch aus, dass man vielleicht so ein bisschen Bewegung in den Buchstaben hat und die nicht, sonst hätte ich sie auch aus Farbkarton ausstanzen können. Dann brauche ich sie nicht hier so mir die Aufgabe hier machen, das so zu bemalen. Ihr wisst, was ich meine. So, nehmen wir hier oben noch ein bisschen den Übergang etwas besser. So, und jetzt haben wir hier oben helles und unten dunkles. Und dann kann man jetzt einfach schön mit einer Schere das ein bisschen passender machen für die Stanzmaschine. So und so. Und schon haben wir das ausgestanzt. Und wir können mit, ich arbeite dann ja mal sehr gerne mit einer Pinzette, und den Glue Dots. So, jetzt werden wir die Glue Dots einmal umklappen bzw. so ein bisschen einrollen, damit die schmaler werden. Denn sonst passen die im Leben hier nicht hinter. So. Und dann kann man das hier einfach auf den Rahmen ein bisschen aufbringen. Genau, kannst du auch mit den Fingern, wenn du da dann bessere Kontrolle hast. Ich klebe jetzt mal den Glue Dot hier auf, damit wir mit den Buchstaben hinterher dieselbe Höhe kriegen. So. Was habe ich mir da denn hingelegt? Gut, dass wir das hier alles nochmal kontrollieren. Achso, auch wieder hier gleich drauf. So, hier auch noch mal. Ich habe unten das dunklere und oben das hellere.
genau hinsieht, kann man das tatsächlich auch noch erkennen. So. Müssen wir, glaube ich, auch gleich zwei Glowdots hinmachen. Denn das N, nehmen den nochmal eben auf den Finger. Das machen wir hier drunter. Oh, voilà. Jetzt auch noch, das machen wir noch mal ab. Das ist das Schöne an Glowdots, dass sie so ein bisschen beweglicher sind, dass man es doch noch mal korrigieren kann. So, und beim G verfahren wir genauso. So, ihr seht, ich habe das jetzt auch nicht großartig ausgemessen, sondern einfach so ein bisschen Freischnauze. So, hier haben wir schon mal Spring. Dann legen wir das jetzt noch mal zur Seite und nach dem gleichen Verfahren machen wir jetzt Blüten und Blätter. Können wir uns auch hier so ein Stückchen zurechtschneiden. So. Genau, das Größere brauchen wir für die Blätter. Und auch hier fangen wir an mit Hell-Lindgrün. Wie gerade eben auch. Hoppala. Da wollte ich mit dem Finger Platz machen. Und dann habe ich es gleich losgelassen. So, das Dunkle dann hier unten. Und dann kann ich mir einfach aussuchen, was für Blätter ich da jetzt ausstanze. Ich mache hier nochmal so ein bisschen den Übergang rein. So, und das Gleiche machen wir. Ach so, ich zeige dir eben noch, was ich gleich ausstanze. Und zwar gefällt mir dieses Blatt hier ganz gut. Da kann man dann so ein bisschen mit spielen. Gucke ich mal. Ich glaube, ich nehme so drei Stück daraus. Und dann werde ich ausstanzen diese einzelnen Blumen. Da haben wir ja Gott sei Dank ein paar mehr von, sodass das recht schnell gehen dürfte. Und auch hier nehmen wir mit Zitronenparfait erst wieder die helle Variante. So, und weil die Blumen jetzt kleiner sind, mache ich mir hier so dunkle Bereiche. Dann kann ich die anders anlegen und ich habe helle und dunkle Schattierungen in Blumen. So. Genau. Und da machen wir auch einfach. So, da sind wir wieder. Fertig ausgenudelt.
Und dann haben wir hier wieder unseren Rahmen. Und dann schauen wir mal, dass wir das jetzt hier noch verewigt kriegen. Jetzt können wir natürlich auch ganz einfach die Blätter hier drauf kleben. Jetzt brauchen wir das nicht mehr einrollen. Die Blätter sind breit genug. Müssen wir nur schauen. Also ich habe zum Beispiel hier jetzt auch, siehst du vielleicht, das hat noch weiße Spitzen, aber auch das finde ich einfach nicht so schlimm. Das macht es vielleicht auch ein bisschen lebendiger. So. Ja. Die Blüte war es. Genau, und dann kann man hier oben noch eins drunter setzen. So. Und hier können wir auch einfach irgendwo zack. Genau. Das dritte Ding. Machen wir noch, hoppala, ein bisschen versetzt. So. Und setzen wir einfach damit hin. Na, mag nicht kleben. Ne, mag auch nicht kleben, wenn man das falsche Blatt drauf legt. Ne? Da irgendwas ist ja immer. So. Und dann habe ich hier jetzt eine ganze Reihe bunte Blumen. Man kann hier auch ganz schön sehen, wie die Effekte so zustande kommen. Und ja, die kann man sich jetzt hier so draufkleben. Das reißen wir schon mal ab. Und dann kann man sich die hier einfach so schön auf die Rolle legen. Große und kleine. So. Und damit das Ganze jetzt hier nicht zu lang wird, fange ich jetzt einfach vorne an. Nehme die hier wieder ab und lege die ganz einfach mit auf den Ring. Kein Hexenwerk. Wirklich schnell gemacht. Man könnte natürlich einfach jetzt auch hier noch die Buchstaben ein bisschen verzieren oder hier zwischen kann man auch noch was setzen. Ganz wie du das leiden magst, wie du das schön findest. Da kannst du jetzt aufbauen, so viel du magst. So, ich habe noch ein paar, die werden wir hier auch verwursten. So. Die noch, hoppala, und die noch, und dann können wir das Ganze hier auch schon abreißen und dann können wir hier noch die Blümchen aufkleben. Man kann natürlich auch so ein bisschen die Blümchen übereinander kleben. Da ist wirklich der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Da darfst du dich einfach austoben nach Herzenslust. So, wenn wir da was haben, dann machen wir hier noch ein Blümchen hin.
Und noch ein kleines. So. Dann haben wir noch ein paar große. Die können wir immer noch hier außen ansetzen. Dafür kleben wir die einfach hier auf die Blätter. So, und mein letztes Blümchen kleben wir dahin. So, genau, und dann, aber verrat's nicht weiter, benutzen wir ein weiteres Produkt aus dem neuen Jahreskatalog. Das wird Band sein, kommt im Doppelpack in Blütenrosa und Weiß. Wir benutzen natürlich das weiße Band, denn Blütenrosa war in unserer Farbkombi nicht vorgesehen. So, das schmeißen wir noch weg. Und dann machen wir einfach hier so Schnipp. Ist echt süß. Mit so ein bisschen schräg. Warte. Schräg gestreiftes Geschenkband heißt es. Und das kann man hier auch sehr gut sehen, glaube ich. Nicht super süß. Und ja, hier machen wir jetzt einfach noch ein Band dran. Ich habe es tatsächlich ein bisschen länger gemacht, denn ich habe seit neuestem ein Fenster in der Wohnung, was ich dekorieren kann. Und das ist quasi hochkant. So, ja, siehst du was? Nee, ne? Siehst du nichts mehr. Aber so soll es jetzt werden. Und ja, ich hoffe, mein schnelles Projekt hat dir gut gefallen. Ich liebe diese Farbkombi. Und ja, wenn man hier eben einfach auch so ein bisschen mit unseren Stamping Blends arbeitet, dann hat man auch so ein bisschen Bewegung in den Farben und nicht einfach nur plakativ wie mit Farbkarton. Genau, viel Spaß beim Nachbasteln. Und zeig uns doch gerne deinen Challenge-Beitrag zu unserer Farbkombi und oder unserem Thema Frühling auf catchthesketch.de. Bis bald. Tschüss.